Hallo Taxi, bitte. Um das Thema geht's heute. Und zwar die Taxifahrt. Was kann ich eigentlich machen, wenn ich ein Taxi benutze und der Taxifahrer einen Umweg fährt? Es wird teurer, es kostet mehr Zeit. Habe ich irgendwelche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen? Mein Name ist Uwe Martens, hallo. Ich bin Rechtsanwalt bei Elixier Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Wenn du ein Taxi besteigst, gehst du immer davon aus, dass der Taxifahrer erstens sich auskennt, zweitens immer den kürzesten Weg nimmt und drittens auch die schnellste Route. Oft genug, das kannst du insbesondere im Ausland erfahren, wenn du irgendwo einsteigst und danach aussiehst, als hättest du keine Ahnung, dann kann es dir passieren, dass die Taxifahrt doch deutlich teurer wird. Ich gebe dir hier ein paar kleine Hinweise, wie du das verhindern kannst. Möglichkeit Nummer 1 ist es, jeder hat heute ein Handy, jeder hat ein Navigationssystem im Handy selbst dabei. Das heißt also, wenn du irgendeine Strecke von A nach B fahren möchtest, dann gibst du das über den eigenen Routenplaner ein und lässt dir mal ganz kurz die kürzeste Verbindung zwischen A und B nennen. Das ist ein leichtes, dann steigst du beim Taxi ein und weißt genau, wie viele Kilometer das sind. Und es gibt ja diese Pauschalen in Deutschland, wie teuer Taxipreise sind. Das sagt dir der Taxifahrer gerne, was der Kilometerpreis ist. Dann wird dir antworten, dass auch noch ein Zeitelement dazu kommt. Also insofern hast du einmal die Kilometerpauschalierung und die Zeitpauschalierung. Das beides kombiniert gibt dann den Endpreis. Jetzt ist der Taxifahrer, nehmen wir das mal beispielsweise an, dabei einen Umweg zu fahren und du weißt gar nicht warum. Vielleicht weil er einen höheren Preis ergattern möchte, vielleicht aber auch nur, weil er einen Stau umfahren möchte. Grundsätzlich ist der Taxifahrer verpflichtet, die kürzeste Route zu wählen. Davon ausgenommen ist der Bereich, wenn die Zeit, sprich der Stau, unverhältnismäßig lange sozusagen dauern würde, um dich an dein Reiseziel zu bringen. Ein guter Taxifahrer hält dann Rücksprache mit dir und fragt nach, ob das okay ist, dass eine Umgehung gefahren wird, also ein Umweg gefahren wird, weil eben ein Stau angezeigt wurde im Navigationssystem oder im Radio mitgeteilt wurde. Wenn er das nicht machen sollte, das braucht er nämlich auch nicht, dann darf er das eigenmächtig entscheiden. Aber nur unter diesen Umständen. Umfährt er aber die kürzeste Route, dann kannst du selber den Fahrpreis kürzen und sagen, nein, ich bezahle das nicht, weil sie eine längere Strecke gefahren sind. Eine längere Strecke darf der Taxifahrer eben nur dann fahren, wenn du vorher darüber informiert wurdest und den Grund erfährst. Ohne Grund zählt die kürzeste Strecke laut Navigationssystem. Was hilft dir im konkreten Fall? In der Regel hilft dir nur dann direkt den Fahrpreis zu kürzen. Wenn der Taxifahrer sich dann aber wieder borstig anstellt, hilft ein Anruf in der Taxizentrale zur Klärung. Hilft gar nichts, kannst du notfalls, wenn er bestimmte, sagen wir mal, harte Ausdrücke verwendet oder doch etwas krass drauf wird, dann auf jeden Fall die Polizei rufen. Ansonsten lässt du dir eine Quittung über den geringeren Fahrpreis geben und ihr könnt die Personalien austauschen. Dann kann man das Ganze notfalls gerichtlich klären lassen. Soweit muss es aber nicht kommen. In der Regel sind die Taxifahrer dann einsichtig, wenn du klar ansagst, während er die Umgehung fährt und nachfragst, wieso er die Umgehung fährt. Wenn kein Grund vorlag, kannst du sagen, pass auf, das ist nicht die kürzeste Strecke, ich muss das nicht bezahlen. Ich hoffe, der Beitrag hat dir geholfen und du likest ihn und verteilst ihn ganz eifrig in den sozialen Medien oder wie auch immer. Wenn du dich an uns wenden möchtest, wir sind Elixier Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Informationen findest du unter www.recht-hilfreich.de oder schreib uns an unter fragen@recht-hilfreich.de. Wunderbar, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.